Die Top 10 Spiele-Apps für den Monat Dezember schauen wir uns in diesem Video an. Alle Apps gibt es kostenlos für Android und bis auf eine auch für iOS. Die Links sind wie immer unten in der Infobox. Sailing Seas ist ein wunderschönes Spiel, bei dem du ein Segelboot übers Meer navigierst. Mit Tippen im richtigen Moment kannst du die Wellen erklimmen und Geschwindigkeit aufnehmen. Wenn du länger getippt hältst, kannst du nach einer Welle durch die Luft gleiten und so gefährliche Hindernisse überspringen. Außerdem kannst du auch Tauchmanöver machen. Wenn du Vögel einsammelst, verbessern sich deine Flugfähigkeiten und wenn du Fische einsammelst, verbessern sich deine Tauchfähigkeiten. Du musst versuchen, so weit wie möglich in der Welt voranzukommen. Die Bewegungen im Spiel sind hervorragend, zudem sorgen Grafik und Sound für ein tolles Spielerlebnis. Nox ist ein cooles Escape-Game. Es spielt in einer mysteriösen Villa mit vielen Geheimnissen, die du aufdecken sollst. Im klassischen Point-and-Click-Stil musst du die Räume erkunden und die kniffligen Rätsel lösen. Zum Beispiel, indem du bestimmte Gegenstände verwendest und kombinierst. Nebenbei wird eine spannende Geschichte erzählt. Das Game bietet mehrere Stunden Puzzle-Spaß und es lässt sich komplett kostenlos spielen. Bei Skyroller steuerst du einen Rollerskater über verschiedene Strecken. Mit einfachem Swipen nach links oder rechts am unteren Bildschirmrand kannst du deine Beine kontrollieren und je nach Parcours stretchen oder schließen. So musst du Hindernissen ausweichen, über schmale Übergänge balancieren oder über den Beschleunigungsstreifen fahren, um den danach folgenden Sprung zu schaffen. Durch neue Elemente auf der Strecke und mehr Geschwindigkeit steigt der Schwierigkeitsgrad. Bei Ninja Krieger spielst du einen Schattenkrieger, der in feindliches Gebiet eindringen und dabei vielen verschiedenen interessanten und anspruchsvollen Herausforderungen meistern muss. Du hast Spezialfähigkeiten, die du in den richtigen Situationen anwenden musst. Zum Beispiel kannst du dich in einen Baumstamm verwandeln. Es warten gefährliche Gegner, fiese Fallen und versteckte Areale auf dich. Die Spielmechanik, die Steuerung und die Grafik sind gut gemacht und der Spaßfaktor ist hoch. Bei Art of War bist du Kommandant und musst deine Armee taktisch klug führen. Die Schlachten können sehr spannend und chaotisch werden. Es gibt unterschiedliche Einheiten und Truppen, die richtig eingesetzt werden müssen. Du kannst kreative Formationen ausprobieren, einen Helden einsetzen und auch dann gewinnen, wenn du zahlenmäßig der anderen Truppe unterlegen bist. Es kann ein guter Zeitvertreib für zwischendurch sein. White Runner ist ein Jump-and-Run-Spiel ohne Werbung und ohne In-App-Käufe. Es ist von UNICEF und es soll junge Leute an ihre Rechte erinnern und sie motivieren, für Veränderungen einzutreten. Jedes Level ist in einem anderen Setting und hat ein bestimmtes Thema. Mit der einfachen Steuerung, Tippen und getippt halten auf der linken bzw. rechten Bildschirmhälfte musst du reaktionsschnell Hindernissen ausweichen und Freunde einsammeln. Neben der schönen Gestaltung gibt es auch eine gute Hintergrundmusik. Tiny Tomb ist ein unterhaltsames Dungeon-Abenteuerspiel mit vielen interessanten Herausforderungen. Du kannst spezielle Fähigkeiten und Gegenstände einsammeln, wie zum Beispiel einen Speer, die dir dann im Level weiterhelfen. Es gibt skurrile Charaktere und eine witzige Story. Die Steuerung geht einfach mit einem Finger, aber das Spiel kann teilweise ganz schön knifflig werden. Rebel Racing ist ein neues, gutes Rennspiel mit einem realistischen Fahrerlebnis, viel Action und tollen Überholmanövern. Du kannst andere Fahrer herausfordern, neue Strecken, Autos und Upgrades freischalten. Grafik, Gameplay und Steuerung sind super und als Rennsportfan wirst du mit der App Spaß haben. Bei PewDiePies Pixelings reist du nach Pixeland zu den witzigen Pixelingen und musst ihnen helfen, die Eindringlinge abzuwehren. Dafür musst du Karten sammeln, Teams zusammenstellen und sie in Schlachten führen. In den Kämpfen kommt es auf deine Strategie an. Durch Positionen und der verschiedenen Attacken der Figuren musst du sie geschickt verschieben und austauschen. Es gibt sowohl einen Echtzeit-Spieler-gegen-Spieler-Modus als auch ein Solo-Abenteuer. Auch durch die Story und Memes ist es ein witziges Spiel für zwischendurch.
Minecraft Earth ist ein AR-Abenteuerspiel, bei dem du in der echten Welt baust, erkundest und Ressourcen einsammelst. Es können kreative Bauwerke erschaffen und in der echten Welt platziert werden. Dabei kannst du auch mit anderen Spielern kooperieren. Du kannst deine Nachbarschaft erkunden und schauen, was sich da so entwickelt. Außerdem kannst du unterwegs Ressourcen einsammeln, du wirst verschiedene Kreaturen treffen und es gibt Events, an denen du gemeinsam mit anderen Spielern teilnehmen kannst.